Man muss kein Trakehner-Fan sein, um von diesem Hengst in den Bann gezogen zu werden. Giuliani ist jetzt 6-jährig und ich hatte die Freude, ihn in den letzten Wochen auch einmal in den Trainingseinheiten bewundern zu dürfen. Vor allen Dingen sein Auftritt bei der letzten großen Hengstparade, wo wir ja doch wieder einige tausend Herrschaften im großen Stadion des Haupt- und Landgestütes haben begrüßen dürfen. Das war schon ein ganz besonderer Auftritt und dokumentierte, wie er sich entwickelt hat. Dieser Sohn des Berlusconi aus der Giulia von Canudos, Testarossa Schwalbenfreund. Auch den durfte ich eigentlich von Kindesbeinen an mit bewundern. Ich erinnere mich noch sehr gut, liebe Hella Kunz, an den Auftritt bei der Trakehner Körung auf dem harten Boden. Da erinnere ich mich ganz genau, ich habe 3 Kreuzchen gemacht, Gottlob, ich habe mich nicht getäuscht. Es war dann vielleicht so in jungen Jahren unter dem Sattel, dass er das Reitergewicht noch nicht mit dieser Balance wie heute tragen konnte, wie sollte er auch. Aber das nimmt nicht Wunder, denn ich habe seinen Vater im letzten Jahr filmen dürfen, Berlusconi, auf der schönen Anlage in Süke, und der glänzt wirklich mit einer unglaublichen Leistungsbereitschaft. Vor allen Dingen natürlich in der internationalen Vielseitigklasse ist der Vater zu Hause, der ja seine Beschäler-Karriere zunächst auf der Massener Heide begonnen hat. Dann ein Ausnahmeblüter, der zunächst über die Station Schlossecker hier im Baden-Württembergischen uns noch sehr geläufig ist, Canudos. Katrin Burger hat ihn seinerzeit auch im Dressursattel präsentiert. Aber das nur kurz ein Abriss zur genetischen Bedeutung dieses strahlend aufgemachten Fuchshengstes, der vor allen Dingen hier in puncto Kadenz, Gleichmaß und Bergauftendenz seines Bewegungsablaufes deutlich gewonnen hat. Das kann man vielleicht in der täglichen Trainingsarbeit, vergisst man das so ein bisschen, wie dieses Pferd sich entwickelt, liebe Hella Kunz, du siehst ihn ja wesentlich öfter als ich. Der hat sich wirklich unglaublich gemacht in den letzten 365 Tagen. Ja, ich weiß auch noch, 3-jährig war er auch erst 1,67 erst. Für manche ist das auch schon groß genug, aber er ist mittlerweile zu 1,73 groß gewachsen. Und diese Pferde brauchen eben auch etwas länger. Die können nicht 3-jährig schon fertig im Gleichgewicht sein. Und von daher hat er sich jetzt jedes Jahr nochmal gesteigert. Er hat Muskulatur angesetzt und er ist kräftig geworden. Und ja, er ist jetzt hervorragend im Gleichgewicht. Und das macht sich dann eben auch in der Bewegung bemerkbar. Und ihm fällt das jetzt ganz einfach leichter, auch Last aufzunehmen. Und man kann ihn schon sehr schön versammeln. Und ich bin guter Dinge, dass er sehr weit kommen wird in der Dressur. Und das Beste an ihm, finde ich, ist sein unerschütterlicher Charakter. Er ist immer konzentriert auf den Reiter. Und das war auch als junges Pferd, da konnte er schon mal so ein bisschen hengstig werden und mal ein bisschen gucken und wiehern und auch mal einen Bocksprung machen. Und jetzt von Jahr zu Jahr wird er immer mehr ausgeglichen und konzentriert sich auf seine Arbeit und auf den Reiter. Und das ist schon ideal, diese Mischung zwischen gutartigem Temperament und dann letztendlich Vertrauen zum Reiter und dass er auch schön losgelassen bleibt, wenn man was von ihm verlangt. Und ja, ich denke mal, er wird seinen Weg gehen in der Dressur. Und dann das i-Tüpfelchen ist ja, dass er auch sehr gut springt und das letztes Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Er hat ja Springpferde A mit 9,2 gewonnen, weil er einfach so seine Rittigkeit im Parcours gezeigt hat und dann mit guter Technik gesprungen ist. Und dann war er auch Springpferde L platziert mit unserer Eva Maria Lühr. Und sie hat ihn ein paar Mal mitgehabt auf Springturnieren und er hat sehr schöne Platzierungen dort eingeheimst in Springpferde A und L. Und ich finde, das ist beeindruckend, weil er ja auch in der Dressur bis Dressurpferde L hochplatziert ist und Dressurpferde A gewonnen und Eignungsprüfung gewonnen. Also es gibt nicht viele Hengste, die das 5-jährig
in beiden Sparten so beweisen, ihre Rittigkeit und ihr Leistungsvermögen. Also das macht schon große Freude. Tja, ist vielleicht auch etwas, was uns ein bisschen in diesen Zeiten verloren gegangen ist, eben wirklich das doppelbegabte Pferd, ja? Was eben eine super Figur macht in der Springbahn. Und dieser Berlusconi ist wirklich einzigartig. Ich erinnere mich, was seine Reiterin mir damals erzählte, der geht für mich durchs Feuer, der tut alles. Diese Leistungsbereitschaft in den internationalen Vielseitigkeitsprüfungen, die sie ihm abverlangt hat. Und er hat ganz, ganz viel davon. Und dann natürlich das gepaart mit diesem Bewegungsspiel, das ist sicherlich auch ein Markenzeichen der Trakehner Zucht. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass eben nicht nur Trakehner Züchter das Besondere und Vielseitige dieses Hengstes entdecken, sondern auch die traditionellen Warmblutzüchter. Die Seitenbild ist schon wirklich sehr verführerisch, so im Aufriss, schön konstant hier im Genick. Tolle Ausbildungsarbeit, muss man auch mal herausstellen. Absolut, und man sieht, dass Reiten leicht ist und oder zumindest leicht aussieht und eben nicht mit Kraftmeierei zu tun hat, sondern mit einer Ausbildungsarbeit, die aufeinander aufbaut, mit Köpfchen gemacht wird. Und dann macht es sowohl Reiter als auch Pferd, als auch natürlich den Zuschauern viel, viel Freude. Eins müssen wir noch erwähnen, Giuliani hat hervorragende Nachzucht. Wir haben tolle Fohlen gesehen, sowohl in der Trakehnerzucht als auch in der Warmblutzucht. Er veredelt den Typ, ist aber dabei ein absoluter Vererber von korrektem Fundament, großen Hufen, großen Gelenken. Das ist etwas, was wir in allen Zuchten brauchen. Je feiner wir die Typen züchten, umso eher geht das auch mal verloren. Tolle Möglichkeiten. Oh, die beiden sind auf einem fantastischen Weg. Ellen, allerfeinst. Und mit so viel Sachverstand hier wieder ausgeführt. Ella Kunz ist keine stolze Frau, eigentlich. Aber hier sollte sie eigentlich stolz drauf sein. Denn es ist die schönste Form des Stolzes in dieser Umgebung. Der Besitzer stolz auf einen solchen Fuchs. Gratuliere, das sah toll aus. Tolle Möglichkeiten offeriert. Das können wir uns alle schon sehr gut vorstellen. Hier dann aus der Versammlung entwickelt. Alle Möglichkeiten. Super. Ellen Stengele und ihr Giuliani.